Krieg. Die Menschen isoliert vom Rest der Welt. So ein Dorf gibt es tatsächlich. Und zwar, und jetzt sind wir beim Thema, gibt es dieses Dorf im Kino. Der Film heißt Bauernfrühstück und Tom Drück war bei der Premiere in Kiel dabei. Ist sehr interessant. Oh, Tita! 1945 in der norddeutschen Tiefebene. And now, Bombardement! Doch das kleine Dorf bleibt unzerstört. Die norddeutschen Hinterwäldler haben allerdings bis heute keine Ahnung, dass der Zweite Weltkrieg längst vorbei ist. Große Premiere im Kieler Cinemax. Der Schauplatz des Films Bauernfrühstück ist das vergessene Dorf. Die Hauptrolle der Martha spielt Eva Habermann, die schöne Blonde, die hier endlich mal eine unscheinbare graue Maus sein darf. Ich stelle mir Martha so vor, dass sie quasi pflichtbewusst ihre Aufgaben erfüllt, auf dem Feld erntet und die Hausarbeiten macht. Aber sie hat halt immer große Träume gehabt, dass sie irgendwann irgendwas anderes sehen will und dass auf jeden Fall von außen irgendwann ein Prinz kommt. Im weißen Boliden kommt kein Prinz, sondern Klaus aus Hamburg, der im vergessenen Dorf sofort in den Knast wandert. Wo bin ich hier überhaupt? Was soll das denn hier werden? Sie versuchen, mich zu beeinflussen. Also egal, was hier läuft, ne? Ich sag dir das, ihr habt echt einen in der Pfanne. Klaus Engelhardt ist ein Hamburger Wagenwäscher und Taugenichts und versucht eigentlich sein Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen und wäscht bei Hoddle im Club natürlich den Wagen, ist da angestellt und verfährt sich dann halt eben halt in diesem Dorf, während er auf dem Weg zur Waschanlage ist. Wir sind eine Gemeinschaft, die ihre Ruhe haben möchte. Fremde sind Feinde. Im Namen des deutschen Volkes verurteile ich Sie für Ihr Vergehen an dem deutschen Volk zum Tode. Mensch, ich muss zurück nach Hamburg, da warten Leute auf mich, die haben nicht so viel Geduld wie ich. Kann mir einer von euch sagen, wo Klaus ist? Oh, wo bin ich hier eigentlich? Der ist nach die Tanke, den Essen waschen. Wo wollen wir Klaus jetzt suchen? Die Richtung. Ich glaube, Schauspieler wollen spielen, also richtige Vollblutschauspieler, die wollen auch spielen. Die wollen auch mal genau das Gegenteil spielen, als die Schublade, wo sie immer reingesteckt werden. Und so dürfen sich alle Schauspieler hier mal so richtig hemmungslos ausleben. Bist du das Leben, auf das ich schon die ganze Zeit gewartet habe? Dieser Film ist ja ein kompletter Low-Budget-Film. Also keiner von uns Schauspielern hat Geld dabei verdient. Ich glaube auch Großteil des Teams auch nicht. Aber es ist egal, ob es jetzt lange Tage waren, ob es geregnet hat oder nicht. Wir waren alle immer quasi voller Freude oder voller Herzblut dabei. Tagelanger Regen ließ die Dreharbeiten im Matsch versinken. Marode Technik sabotierte große Auftritte. Mein Traum zu verwirklichen. Als Zuchtbulle oder was? Oh, Zuchtbulle. Doch immer wieder fand sich ein unbezahlbarer und unbezahlter Helfer. Das ist der Mann, der uns gerettet hat. Ich werde mit Klaus das Dorf verlassen. Ich wusste, dass dieser Tag kommt. Das ist er! Das ist er! Stimmung total, oder was? Bei der Premiere sind Michael Söth und Eva Habermann sehr nervös. Wird Bauernfrühstück top oder flop? Wie entscheiden die Kieler Filmfans im Kino? Ja, ja. Ein großes Kunstwerk mit wunderbaren Darstellern. Normal war das nicht. Hat richtig Spaß gemacht, ne? Doch echt, war super. Das ist witzig, so eigentlich so eine Filmpremiere. Ne? Ich habe gerade erzählt, so Colin, irgendwie so witzig, so eine Filmpremiere, wenn dann die Schauspieler da vorne stehen vom Kinopublikum und einfach ein bisschen was dazu erzählen. Ich mag ja tatsächlich nie Filme mit mir anschauen und wenn ich nicht gezwungen werde, dann gehe ich auch nicht zur Premiere. Und wenn ich zur Premiere gehe, dann schaue ich mir den Film nicht an, weil ich kann mich wirklich überhaupt nicht sehen. Und meist ist dann so, dass ich vorher reingehe, weil man das ja machen muss. Und dann, wenn der Film anfängt, gehe ich raus und komme nach dem Film wieder. Ich habe tatsächlich die meisten Filme, die ich gemacht habe, niemals gesehen. Und dann guckt man so hin aufs Publikum, wie reagieren sie jetzt oder wie haben sie reagiert? Ist so ein bisschen mäßiger Applaus oder so, hey, super. Nee, das gucke ich mir auch nicht an. Gar nicht. Ich sehe weder den Film noch schaue ich mir die Reaktion des Publikums an. Ich